Hallo und herzlich willkommen zum 91. Part von diesem Sphere. Weiter geht's. Falls euch der Part gefällt, lasst ein Like da. Abonniert den Kanal, falls noch nicht getan. Aktiviert die Glocke, falls noch nicht getan. Würde mich sehr freuen. Und den Kanal beim Aufbau unterstützen. Genau. So. Standardtext ist raus. du kannst mal. Ach nee, du sollst mit Promis Partys machen. Let's get the party started. Und du hörst mal auf mit mir zu labern. Und du kannst mal Stimmungslöser trinken. Dann muss ja auch bald wieder zur Arbeit. Ey, oh Mann. Obwohl, warte mal, wann muss sie los? In 2 Stunden. Vielleicht kann ich ihr irgendeine andere Stimmung geben. Hier, verwenden. Eben, und dann kriegt sie, bevor sie zur Arbeit geht, hier den Stimmungslöser. Oh, oder ich gebe ihr einfach eine andere Stimmung dann. Also erstmal kannst du hier dran, Kors. So. Hör mal auf damit. Den Stimmungslöser, schnell. Nein, muss erstmal mit Promis Party machen. Tschüss, ihr Loser. Losers. So. 12 Minuten, okay. Kann sie sich irgendeinen Trank holen? Weil das wäre natürlich am besten. Heute hier. Energietrank, yes, sie kann sich einen holen. Okay, dann kannst du die einfach mal. Ja, einfach. Konzentrationstrank, einfach. Irgendeinen scheiß Trank. Scheiße. Nein, hör auf! Hör auf zu spülen! Hör auf. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Du lässt die Scheiße sein. Ah, Scheiße, ey. Jetzt meiner nicht da. Fuck. Jetzt muss ich irgendwie gucken, wie ich's mache. Nein, hör auf! Lass doch die Scheiße sein! Meine Fresse, das hasse ich so an dem Stil. Jedes Mal, wenn ich Drinks hole. Jedes Mal. Rennen sie direkt zur Spülmaschine. Sonst interessiert die auch nicht der scheiß Abwasch. Meine Fresse, jetzt trink den scheiß Trink. Werd horny jetzt. Nice. Und hör auf, die Scheiße da zu spülen. Eine Fresse. Sehr horny, sehr gut. Geh zur Arbeit. Blöde Kuh, geh doch arbeiten. Meine Fresse. Ich hasse dieses Spiel manchmal. Oh, was ist das hier? Enge Bindung. Ja. Okay. Dann hoffe ich, dass sie ja, horny bleibt bei der Arbeit. Weil es angespannt sein hilft. Ja, nicht, dass sie befördert wird. Was machst du eigentlich gerade? Gar nichts, ne? Gut, du kannst mal trainieren. Zack, so. Julia ist traurig, was ist denn los bei dir? Sozialbedürfnis um einmal? Ja. Und weil irgendwer traurig ist von dem. Wer denn? Wer? Wem geht's hier schon? Hä? Weil es Joe schlecht spielt? Ach, keine Ahnung. Und was habt ihr hier für eine Gelegenheit? Spielkonsole Unorthobox kommt bald auf den Markt. Hallo Sascha, die Spielkonsole Unorthobox 2 kommt bald auf den Markt. Und das Marketing-Team ist der Meinung, dass du der perfekte prominente Werbepartner wärst, um die Kampagne in Gang zu bringen. Schließ die nächsten 24 Stunden eine der folgenden Optionen ab, um den Vertrag zu erfüllen. Verwende die Videostation, um aufgenommenes Videomaterial hochzuladen. Unsere Werbeagentur wird zu einem Clip für die sozialen Medien umarbeiten und dich dafür bezahlen, dass wir dein Bild verwenden dürfen. Gamer lieben Schimpftiraden, werde wütend, schrei in die Kamera der Videostation und lass einfach alles raus. Wenn du das Video als wütendes hochlädst, fällt deine Bezahlung noch höher aus. Okay. Ja, dann werde ich das machen. Stellenangebot. Auf der Seite von Anne ist eine Stelle für einen Meinungskolumnisten. Die Leserzahl ist zurückgegangen, also muss sie jemanden einstellen, der die Zahl wieder nach oben treibt. Soll sie einen reizenden Nachwuchsschriftsteller mit wichtiger politischer Meinung oder einen erfahrenen, gemäßigten Schreiber einstellen? Das war die falsche Entscheidung, oder? Oder? Nein! Perfekt!
Die Leser können den neuen Kolumnisten nicht leiden. Perfekt. Sie lesen jede Kolumne und hinterlassen immer Kommentare. Besucher sind Besucher. Das ist Verbesserung klein. Achso, ich habe den Schlechteren eingestellt. Von profitiert. Perfekt. Markus kann jetzt, hat Level 3 der Fitnessfähigkeit erreicht, kann jetzt am Laufband einen Dauerlauf machen, außerdem kann er im Computer nach Trainingstipps durchsuchen. Markus schwimmt jetzt schneller, sehr gut. Wenn Themenberichte interessieren können, so, hör auf zu zocken, gib Joe Essen, das wird dir dann auch helfen. Hey Sascha, wie geht's? In letzter Zeit ist dein Name aller Munde. Wenn wir uns nochmal treffen, schließlich waren wir schon Freunde, bevor du berühmt wurdest. Ich weiß nicht, wer du bist, dein Bild wird nicht angezeigt. Also keine Ahnung, ob du die Wahrheit sagst. Ich hätte sie schon, aber warum ist die Pant leucht? Ich habe das nicht gelöscht. Ach, egal. Also ich muss auf jeden Fall Schimpftirade machen. So, na, Anne ist noch an der Arbeit. Ist fleißig am Arbeiten, ne? Bist noch horny die nächste Zeit, oder? Hoffe ich mal. Wie lange bist du noch horny? 27. Die wird dann wieder angespannt sein. Oh Mann. Ja, wird safe angespannt sein. Ich versuche alles, damit die befördert wird und wegen der scheiß Angespanntheit, wegen der scheiß Marotte, dem scheiß Merkmal, ja, weiß ich nicht, ob das was wird. Also es könnte sein, dass sie befördert wird, aber könnte auch nicht sein, dass es wegen der Laune nicht klappt, aber ich hoffe, dass es klappt. Zack. Du kannst mal aufhören, mit Molva zu plaudern. Obwohl, plauder ruhig mit ihr, dann kannst du nicht noch mit Summer reden. Ach, Summer hat mich bestimmt gefragt, so, dass wir Freunde sind und so. Wie geht's, Sascha? Ich bin deine neue Freundin Judith Ward. Junge, du weißt echt, wie man Part macht. Keine Sorge, es waren keine Paparazzi in der Nähe. Wir Promis müssen uns zusammenhalten, stimmt's? Komm mich mal besuchen. Ja, ja, Summer und Judith. Ah, okay. Also, Summer hat geschrieben, das habe ich mir gedacht, weil sie. Und meine, das benommen. Naja, ah, die Promis wissen, wie man Party macht hier. Hat gefeiert wegen Promi-Party. Exklusive Partys sind wild. Sascha hat getan, was ihm gefällt, und ihm hat gefallen, was er getan hat. Er hat sogar eine neue Promi-Freundschaft geschlossen. Sehr gut. Und das passiert halt immer, dass ich eine Promi-Freundschaft schließe, aber ich bin dann halt auch so hart, habe ich gefeiert. So, dich kann ich mal umarmen. Summer, Summer, die Hammer, die auch mir auch im Winter gefällt. So, Komplimente übers Aussehen direkt raushauen hier. Will, komm mal. Will! Will! Let's go! What you doing? What you gonna do? Alter, was hat der da für nicht? Für eine scheiß Kappe, ja. Dude. Ist das nicht der Pizzabote hier? Bist du der Pizzabote? Arush Kumare. Mare. So, teleporte dich jetzt mal 2 mm weiter. Wenn du wieder verbuggt bist. Sehr gut. Kannst du ihn mal umarmen? Geht das schon umarmen? Ja. Achso, romantische Szene für Trinket kann ich gar nicht aus. Nein, nicht mit Aru. Arun oder Aru Kuma oder was auch immer hier. Ich bin mit Summer abhängen, ja. Sam, Summer, dann noch selbstironisch Scherzen hier. Kann ich nicht auch mitreden hier? Spiel! Oh Mann, ey. Vielleicht wegen der Benommenheit, das kann auch nicht sein, ey. Ja, sie ist wieder angespannt. Ja. Ja, keine Ahnung, warum ich jetzt nicht mit der plaudern kann, aber auch egal. Gut, du kannst doch mal pennen gehen. Einfach hier das Bett hier schnappen, weil die schnappen sich auch immer mein Bett. Also schnappe ich mir einfach euer Bett. Und du geh mal nach Hause, du bist fertig mit dem Labern hier. So. So. Achso, du brauchst das noch, okay. Brauch das. Aber du kannst mal in deine Schlafkleidung anziehen. Ich weiß, du bist draußen und so, aber trotzdem. Mir gefällt dir am besten. Der Rest der Kleidung, ah, sieht nicht schlecht aus, aber die Schlafkleidung von hier. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Über Weltkriegen kannst du mal mit ihr reden, genau. Und dann kannst du noch mal über
Kannst du mal fragen, was sie so über mich denkt, Isama? Verkuppeln? Mit wem könntest du mich verkuppeln? Könntest du sie verkuppeln? Travis Scott, mir und Liberty Lee. Woher kennt ihr eigentlich Liberty Lee? Und du sollst so eine Outfit anziehen. Nach anderen Sim-Fragen, und zwar nach Sascha. Fragst du sie mal, was sie über mich denkt. Weil mich kennt sie als einzige von den Leuten, die zur Auswahl standen. Nein, du sollst nicht singen. Du sollst meine Kleidung nicht ausziehen, sondern du sollst hier die Kleidung benutzen. Ach so. Ich mag Sascha. Stand da. Er ist echt cool. Ja, danke, Sommer. Danke dir. Ja, sie ist echt schwanger. Man sieht's hier. Yes, ich habe die Butlerin geschwängert. Warum und wieso? Ja, hatte Bock dazu und ich wollte halt gucken, was passiert. Ja, was nicht unbedingt wert, aber naja, scheiß drauf. Ich hätte es so oder so ausprobiert, also ja, ist in Ordnung, aber ja. Irgendwie was erwartet, das irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich. Keine Ahnung, was ich erwartet hatte. Keine Ahnung, vielleicht auch gar nichts. Ich weiß nicht. So, kannst du mit denen reden ein bisschen. Warum ist das so sehr Bedürfnis so nervig? War es schon immer so? Und vielleicht fällt es mir auch nicht auf, weil mein Chai ja immer ein Einzelgänger ist und der Chai, mit dem ich am meisten was mache. Oh, Judas ist direkt hier. Mit der habe ich gefeiert. Mit der Judas, mit dem Weltstar hier. Vielleicht kann ich sie um sie verführen. Yes. Dann versuch dich mal vorzustellen. Sascha, bist du. Nee, ne? Aber naja, scheiß mal auf deinen Ausplänen, Alter. Da ist ein Star vor deiner Tür. Oder nicht! Shit! Sie haut ab! Fuck! Bleib hier, Judas! Okay, ich kenne sie ja auch, aber. Yes, befördert! Anna wurde befördert! Sehr gut! Dann kannst du dir mal einen mutigen Anmachspruch raushauen, wenn es noch geht. Anne wurde befördert und ist jetzt Historikerin. Sie verdient jetzt 137 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 401 Simoleon pro Stunde ergibt. Sie hat zudem folgende Bonus erhalten: 3697 Simoleons. Oh. Und Bücherregal tiefgründige Gedanken. Ihre nächste Schicht beginnt am Montag um 10 Uhr. Ja, die Schicht mag da zwar beginnen, Spiel, aber das Ding ist, ja, die Schicht von ihr mag beginnen. Ja, aber ohne Ahnung. Oder vielleicht bleibt sie auch in dem Beruf drinnen, weil ich muss sie ja nicht feuern, weil ich muss sie ja einfach nur zum Haushalt schmeißen. Anne, du war, es war okay, dass du da warst und so, aber es wird Zeit, dass du auch mal wieder gehst. Das ist schön. Jetzt werde ich hier erstmal den Raum holen, den sie freigeschaltet hat, wenn das Spiel mich lässt. Ja, der Baumodus packt mal wieder rum, ist mal wieder extrem verzögert. Aber nein. Nein, ich will bauen. Statt dass sie das mal vernünftig hinbekommen. Ihr könnt mir ja gerne sagen, ob das der Baumodus auf dem PC auch so anstrengend ist oder nicht. Weil ich zocke auf PS4 und ja, wenn es auf dem PC nicht so ist. Immer an etwas. So, das ist echt nervig. Aber generell stelle ich mir das am PC noch besser vor, wegen den Mods allein schon. Also, ich habe schon einiges an Mods gesehen für Sims 4 und. Boah, mit Mods zu zocken, oh Mann, das wird krass werden, ey. Wenn ich das irgendwie schaffe, mal Sims mit Mods zu zocken, dann wäre das viel cooler, viel unterhaltsamer. Als es ohnehin schon ist. Also, es ist ja ohnehin schon unterhaltsam und. Spaßig, aber mit Mods, da wird das noch mal eine Schippe. Und ja, mal gucken, ob ich das dann auch irgendwie hinbekomme im LP. Das könnte ich mir gut vorstellen, so Raum für Raum erstmal, damit es nicht wieder rumwagt, aber es scheint sich langsam zu mäßigen. Oh, der Raum hier ist auch cool für draußen eventuell. Ja, er hat doch schon, der hat was. Wann das? Hier.
Genau. Journalist, der Schriftsteller. Nicht das nur? Ja, das, ne? Ja, das, genau. Ja, Nachrichtenzimmer. Kann das hier rein? Hier zwischen die. Das Bad da im Raum, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu groß, ja. Eindeutig, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Das kommt dann einfach mal irgendwo hier hin. Ja, vielleicht eher hier zum Badezimmer. Ach komm schon, jetzt kack doch nicht ab bei jeder Bewegung. Ja, jetzt muss ich mal gucken, wenn es nicht so verbuggt ist, dass ich das irgendwie ja, passender dahin stelle. So, der Raum steht, ich werde das noch anpassen, privat. Und ja, ich hoffe, dass dann besser funktioniert. Also, ja, da müsst ihr jetzt nicht dabei sein, weil gerade habe ich keinen Bock auf den Baumodus. Ja, ist auch nicht so interessant, weil ich verschiebe es ja nur von A nach B und ja. Ich hätte es gerne jetzt gemacht, aber ja. Das Spiel sagt nein. Naja, gut. Sascha, kannst du mit Judith planen? Nee, ne? Ist schon längst weg, ne? Ja, es sieht nicht so aus. Ein Scheiß drauf, dann rede ich später mit der. Dann. Hallo? Spiel? Muss man aufhören, so abzukacken jetzt? Oh Mann, ich sollte das echt irgendwie nach den Parts machen. Und euch die Räume dann einfach nur zeigen. Ich glaube, das mache ich dann auch, weil, ja. Jetzt seid ihr halt dabei, wo es einfach nur, ja, anstrengend ist. So, einen anbesagten Treffpunkt muss ich besuchen. Was wollte ich noch machen? Ach ja, ich wollte dafür sorgen, dass ich wütend werde. Stimmt ja. Ja, dann muss ich irgendwen hassen. Vielleicht Anna einfach, weil sie zieht ja eh aus. Oh nee, meinen Sohn, den hasse ich doch sowieso. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon, aber ich habe keinen Bock auf Beef mit ihm. Ja, stimmt. So. Und zwar, Anne, es tut mir jetzt schon leid eigentlich für dich, weil du bist eigentlich eine nette Frau. Obwohl, eigentlich tut es mir nicht leid. So. Heiratsantrag machen, Dingo. So, kannst du sie mal sanft küssen? Obwohl, für Ruhm. Ich krieg dafür Ruhm, wenn ich mit ihr rummache? Nö. Heiratsantrag würde ich Ruhm bekommen. Okay, ich muss ihr einen Antrag machen für den Ruhm. Sich trennen. Das kann ich machen. Nur sauer oder traurig ist die Frage. Aktion. Romantische Dings aufhören? Nee. Geht nicht. Mann. Du kannst sie mal sanft küssen, dann holst du sie an, nachdem du sie geküsst hast. Einfach um Asshole zu sein. Obwohl, nee, du holst sie einfach direkt an. Scheiß mal auf die Romantik bei ihr und mir. Und Anne, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber es war keine echte Beziehung. Also, ja, weil du fake bist. Und fett. Glaubt, sei leid. Kleidung sieht auch gut aus. Das Gute ist auch, ich muss mich jetzt nicht mehr um sie kümmern. Nicht mehr wirklich, weil sie eh den Haushalt verlassen wird. So. Sascha, kannst du mal aufhören, verbuggt zu sein jetzt? Oh Mann. Ich hasse das. Jeden verdammten Part ist er verbuggt. Ich kann nichts dagegen tun. Kann ich in ihr Videos mal schicken, wenigstens. Dass er wenigstens was macht. Meine Fresse. Ich hasse das. Es so verbuggt ist. Ich hasse es, wenn es verbuggt ist. Weil mein Char schon wieder verbuggt. Das gesamte LP war. Was ist mit meinem Char? Er ist verbuggt. Und der ist nochmal, komm einfach rein, ist okay. Ist okay. Ist okay. Weil das ist das ganze LP über verbuggt. Dankeschön, Entwickler, dass ihr so scheiße seid in dem, was ihr tut. Dass ihr einfach die Bugs ignoriert. Und zu unfähig seid, die mal zu beheben. Danke dafür. Es regt einen einfach auf. Nichts wird dagegen getan. Statt dass sie mal sich daran setzen, aber nee, stattdessen bringt weitere DLCs, was zwar gut ist, aber dann sind verbuggt. Dass es noch verbuggter ist. Bringt noch 1000 Updates, dass noch mehr rumbuggt als ohnehin schon. Sieht man ja an dem LP.
Dauerverbuggt. Dauerhaft. Dauerhaft. Es gibt kaum einen Part, wo man nicht verbuggt ist. Und selbst in dem Part ist irgendwas verbuggt. Was soll die Scheiße? So, muss ich jetzt einen Baumuskel ins Bett verschieben oder was? Meine Fresse, ey. Regt mich so auf. Entwickler nichts dagegen tun. So blöd und so unfähig sind, ne? Welcher Moment ist real? Auch, ja. Nachvollziehbar, finde ich. Ja. Es ist jeden Part dasselbe. Mein Char ist verbuggt. Toll, danke schön, Spiel, dass mein Char verbuggt ist. Ey, so scheiße soll. Wenn es im fünften Part auch, im fünften Teil, weiß ich nicht, ob ihr den zockt. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es am PC auch so schlimm ist oder nicht. Ja. Weil ich zocke es halt nur auf der Konsole, ich habe da keine Ahnung, wie es am PC ist. Und ich hoffe irgendwie, oh Mann, ey. Die achten natürlich nie auf ihre Bedürfnisse und dann werden die noch von irgendwem um Rat gebeten. Oh Mann. Wer kann überhaupt noch von uns um Rat beten? Sind nicht alle erwachsen? Oh Mann, ihr Sohn, der vorbeikommt. Junge, halt doch die Fresse, ganz ehrlich. Deine Mutter ist schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren nicht mehr bei dir, lässt dich vollkommen im Stich. Und was machst du? Ey, Mom, hast du mal einen Rat für dich? Ja, halt die Fresse. Das ist der Rat, halt die Fresse. Oh Mann, ey. So, und zwar, wenn wir jetzt hier ein Restaurant kaufen. Zack. Hör auf. Oh Mann, das ist ja doch mal nicht mehr verbuggt. Man macht irgendwas. Vielleicht ist Anna auch verbuggt. Keine Ahnung mehr. Muss ich warten wegen dem kleinen Scheißhaufen? Mann, ey. Ich wünschte, das Kind würde verrecken. Ganz ehrlich. Was geht der einem gerade auf den Piss? Kann er mal die Fresse halten? Meine Güte. Wollen dann zum Restaurant, was ich eh vorhatte. So. Und ja. Ich werde das Restaurant nicht selber bauen, da habe ich keinen Nerv zu. Der Baumodus, ja, er ist cool, aber er buggt ziemlich oft rum. Ziemlich verzögert ist es dann. Und ja. Ja. Habt ihr auch gesehen, wie verzögert es ist. Und ja. Deswegen werde ich ein fertiges Restaurant platzieren. Und ja. Mal schauen, wie das so laufen wird. Also in der Zeit kann ich locker noch auf Klo gehen. Und ich brauche so manchmal lange auf Klo. Also ja. Ist wie es ist. Und gleich dürfen wir die ganze Zeit warten und warten und warten. Ich hasse diese Ladezeit. Ich hasse sie. Naja. Ist halt so wie es ist. Und wir sind hoffentlich bald einen Schritt weiter. Aber passt doch, Anne wurde befördert. Sie kann dann den Haushalt verlassen. Und ja, dann mal schauen, was ich so machen werde. Ja, in den nächsten Folgen.
Ja, eigentlich habe ich keinen Bock, dass mein Chat wütend ist, eigentlich. Ich werde einfach nur ein Video hochladen, aber ja. Hat ja auch nicht ihre Gelegenheit wahrnehmen. Oh, wir sind ja schon fast da. Wo bauen wir uns ein Restaurant? Ich würde ehrlich gesagt sagen New Quest, weil da am meisten Platz ist. Und ja, wir gönnen uns dann. Ich würde sagen, einfach das hier. Dann wird das hier einfach so die Handelwelt und so. Also die Geschäftswelt einfach. Was steht hier dazu? Straßenrechte. Keine Ahnung. Ich habe es mir nur halb durchgelesen und es interessiert mich nicht. So. Das hier wird die Betriebseröffnung von WLWG. Wie gesagt, falls ihr noch einen besseren Namen habt, schreibt ihn in die Kommentare. Ich werde das durchlesen und den Namen dann, wenn ich halt vorproduziert habe. Und. Also weniger vorproduziere und halt mehr nachschaue dann. Und nachgeschaut habe, meine ich. Dann, ja, werde ich hier nehmen, wenn was Gutes dabei ist, was mir gefällt, was mich anspricht. Ja, weil sollte auch irgendwie passend sein. Ja, Anne wird den Haushalt verlassen. So viel noch dazu. Octavia wird auch nicht mehr so lange bleiben, denn. Sie geht mir auch auf die Nerven. Eigentlich geht mir jeder auf die Nerven in dem Haushalt, abgesehen von meinem Char, aber da nervt mich, dass er verpackt ist. Joe geht mir auch nicht auf die Nerven. Also jeder außer den beiden halt. Ja, Markus ist in Ordnung als Char, aber ja. Ist auch jemand, der mir sehr wenig auf die Nerven geht, weil er wenigstens auf seine Bedürfnisse achtet. Ja, er geht mir nur damit auf die Nerven, dass er versucht, sich umzubringen. Ja, das ist das Einzige, weswegen halt er mich nervt, aber sonst eigentlich alles. Und dass er mich nicht leiden kann, das nervt mich halt auch. Weil ich habe die ganze Zeit mich um ihn gekümmert und er kann jeden mehr leiden als mich. Wow. Der ökologische Fußabdruck meiner Nachbarschaft hat den Status neutral erreicht. Sehr gut. Ja, wie viel nehmen wir? Ich würde sagen, wir fangen mit 100.000 erstmal an. Das müsste reichen. Erstmal. So. Ja, hier sind die Anforderungen, was man alles haben muss. Waschbecken, Toilette, Küchen, Profistation, Gastronomiebereich, Kellnerstation, Empfang. Für ein Restaurant. Und ja. Machen wir jetzt, indem wir hier in die Bibliothek. Du hast ein Restaurant gekauft. Und was nun? Ein Restaurant zu besitzen ist harte Arbeit. Kann ich das noch größer machen? Nee. Ja, ist harte Arbeit. 59,5% aller neuen Restaurants gehen im ersten Jahr pleite. Mit einem guten Management, fähigem Personal, köstlichen Gerichten sowie ein wenig Plasma, Schweiß und Tränen kann ein Restaurant jedoch erfolgreich werden. Weitere Informationen erhältst du in der Lektion "Ein Restaurant besitzen". Ja, die Lektion brauche ich nicht, weil da ist das alles erklärt für Leute, die halt zum Anfang. Und was soll das jetzt? Hey, was ist das für eine Scheiße? Ich verstehe es nicht. Liegt das in den Einstellungen? Das ist meine Konsole. Wird sicher nichts eingestellt haben. Deus, wer seid ihr denn? Ach, keine Ahnung. Irgendwie nicht mal downgeloadet habe. Ich wollte eigentlich Grundstücke gehen und zwar ein Restaurant holen. Und zwar, ja, innerer Kreis, ah, von mir. Aktuelle Grundstücks wollte ich mal 30. Okay. Gönnen wir uns mal ein Restaurant, was so groß ist. Und zwar, Grundstücksart muss ich hier hingehen. Fertigungsareal, was? Was ist das? Fertigungsareal. Ich wusste auch nicht, dass hier drin ist, auf einmal. Gemeinschaftsplätze, Foxberry. Restaurant. Und dann, ja, ist der Part auch schon durch. Ich überlege, was ich da hinbaue. Und wir sehen uns dann zum nächsten Part. Hoffentlich wieder. Tschüss und